Leute, ich stehe ja total auf Disney-Filme und deswegen dachte ich mir, dass ich heute euch mal meine ganze Disney-Filmsammlung zeigen könnte. Es sind 18 DVDs. Ich habe natürlich auch noch einige Videokassetten, die werde ich euch jetzt aber nicht zeigen. Erstens wäre das dann doppelt und zweitens sind die, glaube ich, auf dem Dachboden und da komme ich jetzt nicht rein. Ja, meine Disney-DVDs stehen ja eigentlich immer hier. Habt ihr dann ja vielleicht schon mal bei mir im Hintergrund gesehen. Und ja, was ich halt so toll an denen finde, die kennt einfach jeder. Jeder von euch kennt bestimmt irgendeinen Disney-Film. Und ja, das verbindet halt einfach Generationen, schon seit Jahren. Und ja, ich fange gleich mal an mit meinem ersten Film, Dumbo. Das war als Kind auch, glaube ich, mein Lieblingsfilm. Ich mag die Geschichte einfach unheimlich gerne. Und ich kann mich aber wahnsinnig drüber aufregen, wie Dumbo gemobbt wird. Das ist nicht nur verspotten, nein, das ist schon ein richtiges Mobbing. Und ich reg mich jedes Mal auf, aber Dumbo ist einfach so süß. Und ich mag Elefanten so gerne. Also von mir eine Empfehlung, Dumbo gucken, Leute. Man lernt da auch echt was fürs Leben. Ja, eigentlich in allen Disney-Filmen ist ja irgendeine Botschaft oder Moral, von der man halt was lernen kann. Dann mag ich auch sehr gerne Kappa und Kappa. Und meine Sonne strahlt gerade so krass in mein Zimmer. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass das manchmal so reflektiert. Kappa und Kappa, auch eine total süße Geschichte rund um einen Fuchs und einen Hund und um deren Freundschaft. Ja, total cool. Seht mal unbedingt im Video, wie oft ich süß sagen werde. Gefühlte 100 Mal mindestens. Dann der Klassiker schlechthin. Und ich glaube, einer der bekanntesten Disney-Filme, Der König der Löwen, ist auch ganz schön teuer, die DVD. Aber ich musste sie natürlich trotzdem haben, habe sie natürlich auch auf Videokassette. Ich bin jedes Mal nur am Heulen, wenn ich diese DVD gucke. Oh Mann, ey. Ich habe die letzten Tage einen Disney-Marathon gemacht und oh, einfach so schön. Ich bin wieder richtig im Disney-Fieber. Einer der neuesten Filme, glaube ich, Die Eiskönigin, auch total schön. Und ich habe einfach dann wochenlang einen Ohrwurm von den ganzen Liedern. Wenn ich diese DVD gucke, oh Mann ey, ist so schön mit Olaf dem Schneemann. Und die ganzen Lieder, ich fange jetzt lieber nicht an zu singen, sonst verklagt ihr mich alle, aber innerlich bin ich immer am Mitsingen. Wenn ihr auch Fans von Disney seid, dann schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ist euer liebster Disney-Film? Das würde ich sehr, sehr gerne wissen. Ob es Der König der Löwen ist oder vielleicht doch Die Eiskönigin. Bin ich mal gespannt, was euer Favorit ist. Meine Favoriten sind eindeutig König der Löwen und Die Schöne und das Biest. Aristocats kennt ihr bestimmt auch. Ist auch ein total süßer Film. Ich muss auch ja, so oft lachen, weil die einfach so lustig gezeichnet sind. Schneewittchen kennt bestimmt jeder von euch. Auch das Märchen natürlich. Ah, oh, das ist auch so schön. Auch die Musik ist so toll und ja, am Anfang, diese ganzen Tiere im Wald sind so süß gezeichnet einfach. Und auch die sieben Zwerge, hey ho, hey ho. Ich fange jetzt nicht an zu singen, Laura. Ja, Bambi, ein sehr dramatischer Film, ganz ehrlich, aber ja, auch so traurig. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, den habe ich erst vor ein paar Monaten zum ersten Mal geguckt. Irgendwie habe ich den nie in meiner Kindheit geguckt, deswegen habe ich das jetzt nachgeholt. Auch total schön. Und ich habe eben immer diese Diamond Edition oder wenn es die noch nicht gab, habe ich auch die Special Collection. Ja, bringt ja Disney alle paar Jahre mal wieder eine andere Version raus. Dann habe ich auch Dornröschen, natürlich. Auch ein sehr bekanntes Märchen. Und ja, ist auch ein ganz schöner Film. Ist nicht nur mein Lieblingsfilm, aber ist trotzdem sehr, sehr süß. Ganz neu habe ich mir gekauft, Die Schöne und das Biest, auch in dieser neuen Collection. Der ist erst dieses Jahr rausgekommen, in dieser Edition eben. Ich wollte mir schon länger auf DVD kaufen, aber die alte Edition hat über 40 Euro gekostet. Hallo, so viel gebe ich jetzt auch nicht unbedingt aus. Ja, ist auch einer meiner Lieblingsfilme. Auch eine ganz tolle Botschaft dahinter einfach. Ja, ich wiederhole mich aber. Mann. Ich habe gelesen, dass in Deutschland das Dschungelbuch der erfolgreichste Disney-Film sei. Ich finde ihn auch ganz schön soweit. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen,
Das Dschungelbuch ist nicht so mein Lieblingsfilm. Aber natürlich ist das Lied, probiert man mit Möglichkeit, auch ein Klassiker. Und ja, wollte man auch mal gesehen haben. Ja, ich mag aber auch sehr gerne Cinderella. Wie heißt der nochmal auf Deutsch? Ach ja, Aschenputtel heißt das Märchen, ja. Auch total schön umgesetzt. Auch tolle Musik. Ja, total toll einfach. Und Ariel habe ich auch. Das ist ja auch ein Klassiker. Und sehr viele finden Ariel, glaube ich, am besten. Ich finde den Film auch schön. Aber Ariel war irgendwie nie so meine Lieblingsfigur. Ich mag unheimlich gerne einfach die Unterwasserwelt. Und ja, die Fische. Ich glaube, der Kleine hier, der Gelbe, heißt der Fabius, oder? Ach, ich kann mir immer nur so schlecht Namen merken. Ah ja, Fabius. Und die Krabbe Sebastian. Einfach total süß, ja. Und die Musik ist auch schön. Dann habe ich auch noch 101 Dalmatiner. Und da fällt mir immer wieder ein, unser alter Hund Frieda. Ja, sobald ich einen Film gesehen habe mit Hunden oder wo Hunde halt nur im Hintergrund bellen, ist Frieda abgegangen wie eine Rakete und hat einfach den Fernseher attackiert. Deswegen konnte ich in meiner Kindheit nie Filme mit Hunden gucken oder immer nur ganz kurz, wenn Frieda nicht da war. Zum Beispiel 101 Dalmatiner oder mein Hund namens Beethoven oder wie der Film heißt. Ja, einfach total lustig, wie sie da mal total abgegangen ist. Egal ob Zeichentrick oder echte Hunde, keine Ahnung. Ich habe auch Susi und Strolch natürlich auf DVD. Ein total toller und ja romantischer Disney-Film. Ja, da kann man auch sehr viel draus lernen. Also ich finde überall eine schöne Botschaft drin. Den habe ich auch. Den Film. Ach nee, ich zeige ihn hier nur einfach so oder was. Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Ja, auch, Achtung, total süß. Ich weiß gar nicht mehr, was ich anderes dazu sagen soll. Man wollte mir das Wort jetzt verbieten. Aber einfach total schön. Die Geschichte und auch die Mäuse kann man auch sehr gut gucken. Und dann habe ich noch diese Dreierbox. Die sehen aber ganz normal aus, die DVDs. War aber an dem Dreierpack einfach günstiger und deswegen habe ich mir natürlich den hier gekauft. Da sind einmal drin Pocahontas, auch eine total tolle Geschichte rund um die Engländer und die Indianer. Dann noch Küss den Frosch, auch ja noch relativ neu, also ja, von 2009 oder so. Auch eine tolle Geschichte und Rapunzel neu verfilmt. Das ist ja, glaube ich, ja, einer der Lieblingsfilme von Mimi, die guckt den immer und ist auch einfach total toll und besonders lustig. Also ich habe halt das Gefühl, dass die neueren Disney-Filme halt mehr so auf Humor getrimmt sind als die alten. Da ist halt sehr viel Ironie schon mit drin, aber auch einfach, ja, dann ist halt besonders lustig. Und ja, das wäre jetzt dann auch schon mit meiner Sammlung. Sind ja doch wirklich 18 DVDs. Ja, nicht schlecht. Ich sammle die halt schon so ein bisschen über die Jahre. Wenn ich bei Amazon bestelle, packe ich den einen oder anderen Film halt in meinen Warenkorb. Und ja, so kommt es dann halt immer mehr. Filme, die ich mir noch kaufen möchte, sind eindeutig Alice im Wunderland. Und ansonsten hätte ich noch gerne einige von den Disney-Pixar-Filmen. Also zum Beispiel natürlich Findet Nemo. Ich liebe Findet Nemo. Habe ich auch schon so oft geguckt, aber immer wieder schön. Oder Wall-E mag ich auch sehr gerne. Oben natürlich. Bolt oder wie der heißt, auch ganz cool. Ich komme gerade nicht drauf. Ach ja, und Ein Königreich für ein Lama hätte ich auch noch sehr gerne. Also wie ihr seht, ich brauche noch einige Disney-Filme. Disney-Filme, die ich leider nicht so mag und die ich deswegen auch nicht auf DVD habe, sind Tarzan, Pinocchio, Peter Pan. Ich mag Peter Pan einfach überhaupt nicht. Das ist mir einfach unsympathisch. Und seit ich die Serie Once Upon a Time gucke, ist Peter Pan mir einfach noch unsympathischer. Oder was mag ich sonst nicht so? Ja, Herkules ist auch nicht so ganz mein Fall. Da könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, welche Disney-Filme ihr einfach nicht so gerne mögt. Was sind eure, ja, Flops sozusagen? Und ansonsten war das wirklich schon mit dem Video. Ich würde einfach einige kurz und knapp meine Disney-Sammlung euch zeigen, bisschen mit euch darüber schnacken und ja. Ich wünsche euch dann einen schönen Tag und deswegen...